Willkommen zu einer weiteren Folge vom Super Mario Maker, heute mit weißem T-Shirt. Zeitlos hat es eben im Chat so erwähnt, deswegen dachte ich mir, schreibe ich das auch mal. Speedrun, 80 Sekunden. Wie viel Prozent Abschlussquote hat das denn? 15% oder 14,65. Wird dann höchstwahrscheinlich relativ easy sein, wenn ich mich nicht dumm anstelle. Ach, ich hasse diese Sprünge, die man an Wände machen muss und dann bei Trampolinen abprallt. Also wenn das so eine hohe Abschlussquote hat... Ich hatte gerade Angst, dass der Gegner rauskommt, das wäre gemein. Ne, wenn das so eine hohe Abschlussquote hat, dann wird es höchstwahrscheinlich gar nicht so schwierig sein. Rede ich mir jetzt einfach mal ein. Ach... Ja, zum Reden, zum Off-Topic-Labern ist es gerade ein bisschen schwierig, aber... Oh Gott. Das passt dann schon. Ach, Zellos, ich habe in dem... Scheiße, hätte ich falscher Sprung genutzt. Ich habe eben in dem einen Part mal erzählt vom Thema klassische Let's Plays... dass wir das ja eigentlich nicht machen, außer wenn sie sehr klein sind, aber dass ich das irgendwie trotzdem so ein kleines bisschen vermisse. Und dann habe ich gesagt, dass der Zellos das bestimmt auch vermisst, wie ich ihn kenne. Danke für den Follow, Julian. Vielen lieben Dank. Ja, wir können ja, weiß ich nicht, wir können ja nochmal darüber reden, ob wir das eventuell, wenn jemand Lust hat, trotzdem machen. Ich meine, es schadet ja eigentlich grundsätzlich nicht, weil wir dann ja mehr Videos haben auf unserem Kanal. Hä? Das muss ich jedem machen. Okay, das verstehe ich nicht. Ja, ich kenne Domtendo. Das ist ja der größte Nintendo-Let's Player, den es so gibt. Hä, was muss ich hier denn tun? Wisst ihr, was ich hier machen soll? Ich fühle mich gerade hier so ein bisschen verarscht. Durchglitschen, aber wie mache ich das? Ich bin keine Glitchy-Bitchy. Oh, da habe ich Zellos schon das Thema für das Thumbnail gegeben. Ich probiere es gerne nochmal, aber weiß ich nicht, ich bin jetzt nicht so der Fan vom Glitchen und so. Also was Julian da geschrieben hat, Domtendo, natürlich den kenne ich. Ist wie gesagt der größte und erfolgreichste Nintendo-Let's Player. Dann macht er scheinbar vieles richtig. Ich gucke hin und wieder mal ein Video von ihm, aber ich bin jetzt nicht jemand, der seinen Kanal irgendwie aktiv verfolgt. Oder muss ich das mit dem... Ne, den Stachelhelm brauche ich ja, um hier durchzukommen. Okay, den P-Switch brauche ich, um die zu töten. Ich kapiere nicht, wie ich hier durchkommen soll. Gut finde ich es ehrlich gesagt auch nicht. Hä? Oder muss ich wieder zurücklaufen? Eine Idee habe ich noch. Das ist aber nur eine Vermutung. Vielleicht muss ich ihn einfach so machen. Okay. Wieder einen Glitch kennengelernt. Aber dann fehlt mir die Zeit. Okay. Aber mit dieser Kenntnis, dass man da durchglitschen kann, kann ich das Level eventuell schaffen. Nee, dem Domtendo hat ja auch die Millionen Abonnenten jetzt geknackt vor ein paar Wochen. Also von mir aus auch herzlichen Glückwunsch dafür. Auch wenn er das wahrscheinlich niemals sehen wird. Das ist schon als Nintendo-Let's Player beachtlich, weil... Nintendo läuft jetzt eigentlich nicht so gut auf Twitch und YouTube wie andere Sachen. Aber gut, da ich das jetzt, da das so meine Leidenschaft ist,
scheiße ich da so gesehen ein bisschen auf mehr Viewer. Boah, das ist nervig, dieses Durchglitschen. Hallo Mario, würdest du da bitte... Ich glaube, das geht nicht mit dem Helm, kann das sein? Ich glaube, das geht nicht mit dem Helm. Ja, Julian, wenn du so begeistert bist, wir haben auch einen YouTube-Kanal, da kannst du auch mal gerne vorbeigucken und uns vielleicht mal ein Abo dalassen, wenn du möchtest. Da haben wir auch jede Menge Nintendo-Zeugs. Kannst ja gerne mal vorbeigucken. Steht oben links der Name. Gentle Idiots. Ach, scheiße. Ja, weiß ich nicht. Ich finde das Level jetzt... Weiß ich nicht. Ich finde es jetzt nicht schlecht, aber ich finde es jetzt auch nicht so mega prickelnd geil. Aber wir spielen es mal weiter. Mein Gott. Schließlich habe ich ja schon den Titel für den Part, wie Zellos den Sump machen muss. Barry die Glitchy Bitchy. So nennen wir den Part. Gott, das war knapp. Das heißt, ich muss mich dann einmal gleich treffen lassen. Ah, Frikadelle. Flex, moin, ich grüße dich. Na, alles fit bei dir? Oh, Flex hat ein Level eingeschickt, das ist sehr gut. Dann werde ich das gleich in Balde irgendwann mal spielen. Ach ja. Muss der Schätze sich gerade ein bisschen selbst unterhalten. Ich muss mich hier gerade ein bisschen konzentrieren. Ach, ich bin dumm. Wieso mache ich denn da den normalen Sprung? Ich weiß es doch. Ich hoffe, Flex, dir geht es gut und du hattest ein wunderschönes Wochenende. Kennst du... nein, den kenne ich nicht. Ist wahrscheinlich auch ein bekannter YouTuber. Ah, okay. Flex arbeitet mit anderen Leuten zusammen. Was habt ihr da denn genau vor? Macht ihr da so ein... Irgendein Zuschauer war das mal, der wollte einen New Super Mario Bros. U Hack machen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob du das warst. Aber irgendjemand hatte das mal geschrieben im Chat. Kann sein, dass du das warst. Und Entschuldigung, dass ich mich nicht mehr daran erinnere, wer das war. So, ich muss mich jetzt klein machen lassen. Ich muss mich umgewöhnen von Nachtschicht auf Tagesschicht. Okay, das ist... natürlich ein bisschen scheiße. Ja, kann sein, dass ich den auch meine Flex... wo muss ich hin? Hä? Bin ich jetzt irgendwo dran vorbeigelaufen? Ist der Einzige, der gerade mega verwirrt ist? Hä? Hä? Wo muss ich denn dann hin? Bin ich jetzt vollkommen verblödet oder seid ihr auch verwirrt? Das würde mich ein bisschen beruhigen. Also, Ibali sagt mir was vom Namen, aber keine Ahnung. Mück. Oh, das klingt doch ganz cool, was ihr da macht. Flex. Also, wenn ihr das mal fertig habt, ich kann das gerne mal im Stream zeigen oder anspielen, wenn ihr möchtet. Bin ja immer grundsätzlich offen. Also das Problem ist gerade, ich... Ach, da hinten. Aber wie komme ich da hin? Muss mal gerade erstmal checken, wie man da hinten hinkommt. Ja, es bringt gerade nichts, das Level hier weiterzuspielen, wenn ich nicht weiß, wie ich zu der roten Tür komme. Deswegen werde ich jetzt gerade mal gleich gucken, wie ich da hinkomme. Merkwürdiges Level. Ich bin gerade irgendwie aus Versehen an die Spin-Taste gekommen, falls ihr euch wundert, warum ich da in den Stacheln gespinnt bin. Deluxe Gamer, hi, ich grüße dich. Wie geht es dir? Also da hinten ist ja die... Wisst ihr, wie ich hier durchkomme mit dem Glitch? Ich glaube nämlich da hinten, wo dieser Stachel ist, rechts daneben war, glaube ich, die... Tür, die ich brauche, oder?
Wie soll ich da denn hinkommen? Ich kapiere das nicht. Ich fürchte fast, ich muss das Level abbrechen. Ich werde noch einmal kurz probieren, durchzukommen. Sind ein paar Leute mit dem Projekt 15 Level. Ja, das ist doch aber auch schon mal gar nicht mal so schlecht. Also ich fürchte, ich kann dieses Level nicht schaffen, weil ich keine Ahnung habe, wie man sich hier durchglitschen kann. Das ist ein bisschen schade, weil eigentlich fand ich das Level gar nicht so schlecht, aber... Tja, so ist das dann, ne? So ist das dann. Gut, dann würde ich sagen, in diesem Part spiele ich noch ein Random Level und im nächsten kann ich dann ja gleich das Level von Flex mal probieren. Next time use the stairs. Wie viel Prozent? 22. Je nach Story hat dann jeder und so weiter und so fort einen Levelnamen drin. Und das klingt eigentlich ganz cool. Vor allem, wenn das nicht zu lang ist, hat man, glaube ich, mit solchen Projekten wahrscheinlich auch mehr Erfolg, als wenn es zu lang ist, weil die Leute sind ja alle ungeduldig und haben ja keine Zeit. Mhm, ja. Wie das heutzutage so ist. Jeder ist gestresst, jeder hat keine Zeit. Ich muss mich gerade konzentrieren, ich kann gerade nicht in den Chat gucken. So, ich muss, glaube ich, immer auf der Treppe bleiben. Das ist, glaube ich, der Gag dieses Levels. Ich finde das auch für ein Random-Level relativ krass. Also gut. Okay, was du eingesendet hast, ist ein Puzzle-Level, hast du gerade geschrieben? Ja. Ich gucke mir das gleich mal an. Das hier ist ein bisschen random, ob man getroffen wird oder nicht. Ja, alles ganz entspannt, Lux Gamer. Kannst ja gleich mal gucken, wie deine Level-ID ist. Ganz gemütlich. Wir haben ja Zeit. Bisschen zu einfach vielleicht das Level, aber die Idee, wie der das gebaut hat, finde ich eigentlich gut. Ich wollte gerade Scheiße sagen, das habe ich mir verkniffen, aber das Scheiße war, weil ich mein Item verloren habe. Oder links hätte ich mir bestimmt ein Item holen können. Ach doch, das Level hier, das ist schon gut, okay. Jetzt sollte ich mir vielleicht doch mehr Items von der Seite und so einsammeln. Gab es zwischendurch eigentlich einen Checkpoint? Ich habe keinen gesehen. Oh Gott. Ja, das ist natürlich scheiße, weil man dann nicht sieht, was da oben ist. Klarer Kritikpunkt. Aber das Level hat Potenzial. Und es gibt auch einen Checkpoint. Sehr schön. Ich hatte ja gestern oder vorgestern leider einen nicht ganz so tollen Stream, wo meine Capture Card rumgebitscht hat. Da war ich auch kurz davor, also ich hatte eigentlich vor, Mario Kart Double Dash zu streamen, aber die Capture Card und meine Wii sind jetzt nicht so die besten Freunde, deswegen ging das nicht. Und dann dachte ich, ja, was mache ich jetzt? Ich war kurz davor, SMB 3 zu streamen, aber ich konnte mich dann noch daran erinnern, dass ich in dem Spiel relativ scheiße war, deswegen habe ich es dann doch gelassen. Okay, ich bin tot, oder? Ja, ich kann mich umbringen. Ansonsten bin ich am Überlegen, ein Mikrofon mir zu besorgen. Welche sind da am besten, um in Discord miteinander zu sprechen? Also es kommt drauf an, wenn du einfach nur mit jemandem reden willst in Discord, ohne jetzt irgendwie selber Streamer zu sein oder so. Ich hasse diese Dinger. Würde ich dir einfach sagen, guck bei dem Versandhändler deines Vertrauens und hol dir das billigste Headset von Logitech. Das wird so wahrscheinlich 15 bis 20 Euro kosten, vermute ich. Ansonsten, ja, würde ich sagen, informier dich gut. Wenn du wirklich etwas Gutes haben willst, dann wirst du allerdings unter 150 Euro nichts kriegen. Würde ich dir allerdings für den Start nicht empfehlen. Ja, mein Mikro zum Beispiel hat 150 gekostet. Das ist nicht das Beste, was es gibt. Es gibt auch noch teurere. Das hier hat zum Beispiel relativ viel Bass, das Mikro. Aber das stört mich persönlich nicht. Angeblich hat es viel zu viel Bass, das Mikro. Ganz schlecht, kauft ihr das Rode. Nö, ich bin damit voll zufrieden mit dem Mikro. Okay.
Ich habe dieses Level geschafft und ich fand es tatsächlich auch ganz gut. Ich habe nicht so gute Erfahrungen mit Hammer gemacht, ehrlich gesagt. Hol dir lieber was von Logitech, ohne hier Werbung machen zu wollen. Ich will halt eins, wo nicht Rauschen ist. Ja, dann wirst du da unter... Also wenn du wirklich ein gutes haben willst, wo du auch mit aufnimmst und so, wirst du unter 150 Euro leider kein adäquates Mikrofon bekommen. Vermute ich fast. Weil wenn du dir eins für 22 Euro holst, das wird rauschen wie Sau. Das ist nicht schön dann an der Stelle. Ja, das schreibt Zellos gerade auch. Ansonsten, ich werde das Video hier auch auf YouTube hochladen. Vielleicht schreibt euch jemand unter das Video dann, ob er eins kennt, aber ich würde sagen, unter 150 wird das sehr, sehr, sehr schwierig. Dieses Logitech, ist das geeignet für blablabla Laptops? Es hat halt so einen ganz normalen Anschluss wie alle Mikrofone. Diesen grünen für Hören und den roten für Stecken. Das ist jetzt kein USB, sondern so ein klassisches. Und ich glaube, die Laptops haben ja alle diese roten und grünen Anschlüsse noch. Und zum Reden ist das vollkommen ausreichend. Aber gut, ich würde sagen, ich verabschiede mich für diesen Part. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.